Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. In unserem Text Frohe Ostern, aber woher kommen die Ostereier? Hatten wir den Ausdruck in Hülle und Fülle. Es gibt etwas in Hülle und Fülle, das bedeutet viel, in großer Häufigkeit, in großen Mengen. So, jetzt zu der Frage, was gibt es bei uns denn in Hülle und Fülle? Bitte antworten Sie in ganzen Sätzen. Nummer 1, der Apfel, der Garten. Nummer 2, die Kartoffeln, der Acker. Nummer 3, der Bärlauch, Monate März bis April. Nummer 4, der Pilz, Wald, der Wald. Der Herbst und Nummer 5, das Lebensmittel, der Supermarkt. Schreiben Sie die Sätze nieder. Jetzt gebe ich Ihnen die Lösung. Was gibt es also bei uns in Hülle und Fülle? Nummer 1, Äpfel im Garten gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Nummer 2, Kartoffeln auf dem Acker oder auf unseren Äckern, im Plural, gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Bärlauch in den Monaten März bis April gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Nummer 4. Pilze im Wald oder Plural, Pilze in den Wäldern im Herbst gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Und Nummer 5, Lebensmittel im Supermarkt gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Sie könnten die Sätze auch mit dem Pronomen es einleiten. Zum Beispiel Nummer 1, es gibt bei uns Äpfel im Garten in Hülle und Fülle. Dankeschön.